Warum heißen wir eigentlich Salesianer Don Boscos? Und was hat es mit salesianischer Spiritualität auf sich? Die Antwort lautet Franz von Sales. Der französische Priester, Bischof und Ordensgründer, der im 16. Jahrhundert lebte, war das große Vorbild von Don Bosco. Besonders beeindruckt war er von Franz von Sales Güte und Menschenfreundlichkeit. Gott ist die Liebe. Davon war Franz von Sales überzeugt. Er hatte einen positiven Blick auf die Menschen und auf die Welt. Immer wieder hat er dazu aufgerufen, sanftmütig und liebevoll miteinander umzugehen. Hinzu kommt, Franz von Sales war ein guter und begeisterter Seelsorger. Und er hat als einer der ersten überhaupt damals neue Medien, nämlich Flugblätter, benutzt, um seine Predigten zu verbreiten. Das alles hat Don Bosco so beeindruckt, dass er seinen Orden dem Namen Gesellschaft des heiligen Franz von Sales gegeben hat. Später wurden die Salesianer Don Boscos daraus. Franz von Sales Gottesbild, sein Mensch- und Weltbild prägen bis heute den Orden und alle, die im Geist Don Boscos arbeiten und leben.